Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Seifenfilter. So, wir haben eine kugelsichere Weste, die brauchen wir nicht. Muss ich mal gerade mich ein bisschen wieder hier zurechtfinden. Ja, okay. Hallo? Ist da wer? Oh, da ist was. Zwei. Ich sage jetzt einfach mal Killer, Söldner, wie auch immer. Und ein Wissenschaftler. Die sind aber allesamt Geschichte jetzt. Keine Zeit für sowas hier. Nicht töten! Doch. Das muss. Man hätte jetzt ein bisschen nah am. So. Okay. Einfach mal weiter, dass nichts gewesen wäre. Türschloss. Und wir sind in der Bibliothek. Zack! Okay, es hat nicht so viel gebracht, aber egal. Geh mich auf die Nüsse jetzt. Ohuhuhu. Also gut, ist die Weste. Ja, der Scheißdreck. Warte. So, okay. Ja. So, Freunde, jetzt unterhalten wir uns nochmal. Diesmal ein bisschen gesitteter, bitte. Danke. So, du bist hier pure Zerstörung. Lauf doch nicht weg. Hier geht's um die Grundrechte. So, da oben den Typ, den können wir ja eigentlich auch. Oh, hi. Mit einer anderen Waffe killen. Sofern wir den Kopf treffen. Das ist jetzt natürlich die Grundvoraussetzung. Wo ist denn der? Okay. Okay, alles klar. So ein paar kugelsichere Westen würden mir jetzt gut zu Gesicht stehen. Nummer 1. Ja, bleib wohl bei Nummer 1. Okay. Man muss ja auch mal mit kleinen Dingen. Da ist noch einer. Gut. Zufrieden gehen, wollte ich sagen. Hep. Ich freue mich schon auf die Katakomben. Das ist nämlich diese Mission, die ich meinte, die ich so cool fand, auf die ich mich so freue. Wird lustig. Wird bestimmt spaßig. So, die Frage ist jetzt nur... Achso, da hinten, okay. Ja, das ist die letzte Aufnahme, die ich für heute mache, voraussichtlich von Seifenfilter. Ich werde danach mit... Danach werde ich erstmal was essen. Und danach werde ich damit... Assassin's Creed 2 fortfahren. Okay, kein kursiger Westen, ist sehr schön. Ja. Ich hoffe nur, ich übersehe keinen Wissenschaftler und oder Patienten, weil das wäre fatal. Also, das heißt Patient, Testsubjekt. Nein, du sollst auf. Ich verstehe diese verdammte Drecks. Automatische Zielerfassung nicht. Warum visiert er immer den an, der weiter weg ist? Das macht null Sinn. Null. Oh. So, weiter. Okay. Oh.
Als wäre sich der Kopf jetzt mehr ernsthaft. Ey. Na komm, töte mich. Das ist so bescheuert, ne? Hat am Kopf eine kugelsichere Weste. Okay. Na ja, gut. Weiß nicht, dann muss ich einen Granatwerfer. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Wenn die dann im Kopf eine kugelsichere Weste haben, dann wird's schwer. Boah, hab ich gerade wieder genervt. Diese dumme Zielerfassung, echt. Ja, es ist, ich weiß, es ist ein altes Spiel. Ich weiß. Ist ja auch alles okay. Oh, der hat keine kugelsichere Weste am Kopf. Das wurde ihm zum Verhängnis. Der auch nicht. Gut. So, das er wieder. Guck, ob er die immer noch hat. Ah, doch, der hat immer noch. Ah, der hat. Nee, der hat die Kuse. Ah, jetzt. Jetzt ging es. Da war eine Lücke. Okay. Wahrscheinlich irgendeine Naht nicht richtig zugenäht. Dass man da irgendwie durchschießen konnte. Das ist so nervig, ne? So. Ich nehme jetzt einfach nur die Waffe am besten. Okay, ich komme auf Nummer sicher. Na, rechts oder links? Wo gehst du lang? Dann soll ich dich holen. Okay. Okay, es geht einfach nicht. Okay, gut. Sehr schön. Oh, die G18. Die mag ich. Oh, das ist noch einer. Sag mal, wo kommst du denn her? Okay. Ich fand so viele andere noch gekillt, wow. Okay. Ich will trotzdem mal die G18 nehmen. So, mich jetzt auch. Hep. Okay, kugelsichere Weste, kann man nichts machen. Ja gut. Problem hat sich gerade von selber erledigt. Flinte. Mhm. Oh hi. Warte mal. Hier. So, bitteschön. Einsatzziel erreicht. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Okay, da rollt jemand. Das kann er durchaus auch gerne tun. Sagen, ob ich in Ruhe lässt. Gut. Oh nein! Jetzt habe ich es nicht gerechnet. So, eine kugelsichere Weste vielleicht irgendwo. Ja? Ha! Na? So stelle ich mir das vor. So will ich das sehen. So, das ist noch eine Weste für mich. Und ich habe alle Wissenschaftler getötet. Ich bin jetzt mal sicherheitshalber einen Schritt nach hinten gegangen, um runterzuspringen. Nicht, dass ich von der Druckwelle irgendwie mitgerissen werde oder so. Weiß man ja nicht. Was ist das denn jetzt? Was? Wo kommen die her? Von da oben oder was? Krass. Na, da ich dann so eine richtig coole Waffe habe, ist mir das alles Wumpe. Okay. Bin
sind ja schon Kilometer weg, aber schießt trotzdem auf mich, hast du auch recht. Okay, die Flinte. Ach komm, da wird eher einer stehen. Was ist hier? Ist da überhaupt irgendwas? Ist das der große Preis? Nein. Gut, es war einfach so, einfach nur wie die Katz. Okay. Ah, jetzt haben wir das Einsatzziel. Ach so, okay. Na gut. Besser spät als nie, ne? Oh ja, oh ja, oh ja. Cool, ist ihre Weste, okay. Da wechseln wir mal eben schnell die Waffe. Geh ein bisschen näher ran, nicht dass ich unnötig Munition verballer bei dieser Waffe. Das wäre sehr ärgerlich. Ja, mich ärgert an diesem Spiel einfach auch die Tatsache, dass auf der Taste Dreieck einmal, das ist einmal die Aktionstaste, es ist die Nachladetaste und es ist die Taste, mit der man klettert. Das ist einfach für eine Taste manchmal nach zu viel Problem, ist nämlich, wenn ich hinter einer Deckung stehe und möchte nachladen, klettert er hoch. Also er klettert nicht direkt hoch, er hängt sich erstmal nur oben an der Kante, also an die Kante ran und hält sich da fest, aber trotz allem nervt es einfach. So, wechseln wir auf die G18. Okay. Gut, ich bin sehr froh, dass er keine kugelsichere Weste hatte. Wobei ich glaube, die ist sogar... Moment. Ja, okay. Wenn ich Select drücke, hätte ich die Waffe direkt. Und was passiert, wenn ich jetzt hier einen Schritt runter gehe? Ich lebe noch. Beton liegt oft noch. Kann ich noch weiter runter? Oder? Ja, kann ich. Gut. Okay. Nein, Gabriel, geh mal hier hin, bitte. Okay, einfach nur geradeaus und dann da ins, durch das Fenster rein. Oh, hi. Nein, Kusi, der Beste. Wechsel die Waffe. Nein, schon wieder. Das war schon wieder die gleiche Scheiße. Boah, das ist knapp. Aber ich denke mal, ihr könnt meinen Ärger verstehen, oder? Aber das nervt so tierisch einfach. Kaputt, die Waffe zu wechseln, um zu lernen. Boah. Das war knapp. Das nervt aber so tierisch, dass da einfach irgendjemand anvisiert wird, statt einfach der Nächste. Ja gut, das Spiel ist einfach fast 20 Jahre alt. Das muss man auch mal berücksichtigen. Dann ist es wahrscheinlich noch nicht so mit der Zielerkennung. Eingang zu Katakomben suchen. Okay. Ich glaube, den haben wir doch schon gefunden jetzt, oder? Will ich jetzt mal behaupten. Oder? Ich bin natürlich von der falschen Seite jetzt reingegangen. Das war eine 50-50 Chance. Sie haben natürlich wieder die falsche Seite gewählt. Okay, super. Das haben wir auch. Ja. So, das ist ein etwas kürzerer Part als sonst. Aber ist ja nicht so schlimm. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank für euer Interesse. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.